Aber das muss doch gar nicht sein. Ein Wunder. Ja, das ist doch unnötig. Er geht zu der Schamanin, die da wohl immer noch liegt. Sind wohl seine Kinder, so wie es aussieht. Und greift sich dann ohne Widerworte, die Schamanin hat wohl gerade schon das nächste Kind rausgedrückt, greift sich an eines der nassen Fellbündel und geht damit auf euch zu. Ich überreiche euch als Zeichen der Freundschaft das Kind von Zibleben. Und er drückt das Elquin in die Hand. Ja, der nimmt das auch, schlägt das erstmal so in Teil seines Mantels ein. Guckt etwas verdutzt. Und wie heißt es? Er zuckt mit den Schultern. Und? Wir werden ihm einen guten 12 göttlichen Namen geben und im Namen der 12 Götter erziehen. Habt ihr uns gerade euer Kind geschenkt? Ja. Eine große Ehre. Dann wird es ein starkes und schlaues Kind werden. Bestimmt. Es ist von mir. Also gut, reden wir darüber. Wir haben Geschenke ausgetauscht. Reden wir darüber, was wir füreinander tun können. 300 Krieger. Nur 300 Krieger. Ich habe viele Goblins vereint, viele Sippen zusammengeführt. Doch seitdem mir die eigentliche Krone fehlt, ihr müsst sie für mich finden. Eine Krone. Die Krone von Orvaikorem. Was wisst ihr über diese Krone? Wo finden wir sie? Weiß ich nicht. Ich hatte sie. Aber Suka hat sie mir weggenommen. Wer ist dieser Suka? Meine alte Schamanin. Suka Shukram. Sie ist... Habt ihr sie denn nicht angeleckt? Ja, überlegt kurz, zieht seine Augen so ein bisschen zusammen und schüttelt dann mit dem Kopf. Nein. Sie hat mich betrogen und die Kurim-Krone entfernt. Sie ist meine Feindin. Und ihr müsst die Krone finden. Das klingt doch nach einer Queste. Wenn wir euch die Krone überbringen, sind wir dann Alliierte? Ich muss wissen, ob ich euch vertrauen kann. Wir haben Geschenke ausgetauscht. Aber vertrauen kann ich euch nicht. Goggle, Moggle und Goggle sind bei euch, aber ihr müsst euch als würdig erweisen. Wie können wir euch denn unser Vertrauen beweisen? Du merkst, wie sein Mund aufgeht und er fängt an zu grinsen. Das Grinsen wird immer größer. Das hätte ich nicht fragen sollen. Ja, ihr müsst beweisen, dass ihr die Richtigen seid. Nachdem wir so lang aufgepasst haben, können wir es natürlich nicht den Erstbesten geben. Wie zum Beispielsweise euer Kind. Genau. Ihr werdet gegen unsere tapfersten Streiter antreten in einem Wettrennen auf Reitschweinen. Oh, ein großer Spaß. Was? Putze mal deine Ohren aus. Was hat der Häuptling gerade gesagt? Es gibt Regeln. Auf Reitschwein. Es gibt Regeln. Niemand darf getötet oder ernsthaft verletzt werden. Zweitens, der Sieger muss mit seinem Schwein ins Ziel kommen. Aber es ist egal, ob ihr es reitet oder ihr es tragt. Nun, dann dürften wir diese Schweine dann ausprobieren. Ja. Sucht euch eins der Schweine aus. Einer von euch muss gegen meinen Besten antreten. Wer als erstes am Roten Teich ist, beim Schwarzen Stein, Bockwandsee, beim Urstandthron, wer als erstes dort ist, gewinnt. Und ihr bekommt 300 Krieger von mir. Danach geht ihr auf die Suche nach der Krone. Nun, ich weiß nicht mal, wo dieser See ist, von daher falle ich wohl raus. Nun, ich würde vorschlagen, wir beraten uns kurz und bestimmen, wer von uns diese Queste nun bestehen darf.
Habt ihr das? Goggle, Moggle und Goggle, ihr dürft die Schweine mit aussuchen. Ihr seid ja mit die Diplomaten. Ja, das machen wir. Wir helfen den Menschlingen. Mhm. Oh, das ist aber nett. Goggle, Moggle. Das hat gerade probiert, mich zu beißen. Womit füttert man einen kleinen Goblin? Ja, mit Milch oder Blut. Ah. Habt ihr Milch? Gerade nicht, nee. Ja, dann muss das wohl Blut sein. Ja, ich fütter doch kein Kind mit Blut. Ich hätte etwas Milch. Wirklich? Kuhmilch, selbstverständlich. Kuhmilch. Nun, warum? Vielleicht sollten wir uns um die dringenden Angelegenheiten kümmern. Ihr könnt bereits sehen, wie Ada, die ist wohl hinter euch rumgewuselt und gibt euch jetzt schon eine Keule, die mit viel Leder umwickelt ist. Das ist, die können ja keine goblinische Sprache. Goggle-Moggle, sag ihnen mal, das ist für, als Waffe. Mach ich. Also, hier das, was Ada die Assel in der Hand hält, das ist die Waffe, die ihr benutzen werdet. Das ist eine ordentliche Waffe. Macht bum bum. Damit treibt man das Wildschwein an? Ich glaube, damit schlägt man eher den anderen vom Schwein runter. Also, du kannst auch das Schwein hauen. Aber natürlich muss das Schwein mit ins Ziel kommen, wenn ihr zugehört habt. Ja, Ziplim nickt. Der kann ja auch beide Sprachen. Regel 1, niemand darf getötet oder ernsthaft verletzt werden. Deswegen das Leder. Was du damit machst, ist mir egal. Gut, und jetzt raus. Meine Frau kriegt Kinder. Selbstverständlich, das Wunder der Geburt. Ihr wart fleißig. Herzlichen Glückwunsch. 16 Dinge? Er zuckt mit den Schultern. Mal sehen. Mal sehen, wie viele diesmal werden. Wir brauchen Krieger. Vigor, du bist der Beste von uns, der reiten kann. Auf einem Pferd vielleicht, ja. Außerdem geziemt sich das doch nicht als Baron, oder? Prajodor, was meint ihr? Los, geziemt sich jetzt doch nicht. Nun, die Umstände. Es muss wohl sein. Die Wege der Götter sind unergründlich. Ziplim, ich habe noch ein Geschenk für dich mitgebracht. Auf einem Schwein saß niemand von uns bisher. Aber so wie du dich auf dem Pferd gehalten hast, wirst du dich sicher auch auf dem Schwein halten können. Aber Runga, klingt das nicht eher nach einer Aufgabe für euch? Also fragt mich nicht warum, aber ihr seid doch mein Paladin. Also, wenn das niemand anderes tut, tue ich das auch, aber ich... Ich kann passabel auf einem Pferd reiten und mit einer Keule kann ich nicht umgehen. Wir können, wie heißt das Wort nochmal in eurer Sprache? Schummeln. Das wäre nicht mal recht, aber. Aber es macht Spaß. Es ist nicht recht. Und es macht Spaß. Und wie habt ihr euch denn gedacht zu schummeln? Ja, wählt doch nicht wirklich zu schummeln. Natürlich. Ist das Teil des Spiels, des Wettkampfs? Je mehr schummeln, umso lustiger wird's. Meint ihr, wir hinterlassen da einen guten Eindruck bei eurem Häuptling, wenn wir schummeln? Natürlich, weil das zeigt eure... Dass ihr schlau seid. Wer viel schummelt, besser schummelt als der andere, ist natürlich schlauer. Mhm. Das kann nicht euer Ernst sein. Natürlich. Und ich sprach nicht mit euch, sondern mit jenen Herrschaften. Ja, wir können uns das ja zumindest mal anhören. Was schlagt ihr denn vor? Wir könnten euch, Krogge, vielleicht als Mensch verkleiden. Meint ihr das? Zum Beispiel. Aber... Naja, das wäre vielleicht ein bisschen doof, wenn ich dann ins Ziel komme und das auffliegt. Weil es soll ja nicht auffliegen. Also es ist ja... Ich muss ja im Geheimen passieren. Aber... Nö, ist okay. Also es gibt zwei Regeln. Also es wäre theoretisch erlaubt.
Was heißt, ist es theoretisch erlaubt? Also gut, ist es erlaubt, also oder ist es vorschlagen? Es gibt keine explizite Regel dagegen. Es gibt nur zwei Regeln und die wird damit nicht gebrochen. Und wie lauten diese zwei Regeln? Keiner darf getötet werden und wer zuerst am Ziel ist, hat gewonnen. Mit Schwein. Nee, da ist doch noch eine Regel mit dabei, dass das Schwein mit ins Ziel muss. Ja, mit Schwein, habe ich doch gesagt. Ach so, na gut, das habe ich nicht gehört. Ich war abgelenkt. Da hinten wird etwas gebraten. Ich glaube, eine Riesenschnecke. Aber ich glaube, es kommt nicht gut an, wenn wir ein Goblin unser Rennen laufen lassen. Ich meine, wenn es nur zwei Regeln gibt, dann hält uns ja auch nichts davon ab, dass andere Schweine irgendwie mit Futter von der Strecke zu locken. Zum Beispiel. Oder ihm Futter vor die Beine zu werfen, sodass es stehen bleibt und sich darauf konzentriert. Oder ein schamanerisches Ritual und dann fliegt das Schwein davon. Oder das Schwein wird, die Beine des Schweins werden schwer wie Stein. Kannst du sowas, Firunski? Nein. Also, gib mir ein wenig Zeit zum Nachdenken, was man mit einem Schwein so anstellen kann. Das ist nicht in den Lehrbüchern behandelt worden. Nun, ihr wollt doch nicht etwa Mardas Frevel anwenden, um hier zu betrügen. Ja, ich sehe es eher als einen Wettkampf. Wer auf die gerissenere Art und Weise zuerst mit Schwein ins Ziel kommt, ohne jemand anderen zu töten, hat gewonnen. Ja, betrügen nicht, Priodur. Es gibt auch nur zwei Regeln. Nun, ihr verschafft euch einen Vorteil. Vorteil ist gut. Ja. Mit Mardas Frevel. Wer ist denn das schon wieder? Nun, Marda war die große Frevlerin, die die Magie freisetzte und die Ordnung der Welt störte. Schamanin, das ist ein guter Name für das Kind. Ich wollte die dieses Kind doch nicht Marder nennen. Ist es ein Mann oder eine Frau? Guck mal nach, hat es einen Stiepel oder nicht? Nun, der Sage nach ist eine Frau gewesen. In der Nein, Tat. Das Kind. Das Kind ist ein Mann. Ich hab schon einen Namen für ihn überlegt. Wie wär's mit Milpitz? Was ist denn das für ein Name? Ja, es ist Ziblim nur umgedreht. Das ist klug, Oh, das ist richtig klug. Milpitz, ja. Könnte ich mich streiten. Ich wollte doch diesem Kind nicht einen Goblin-Namen geben. Aber es ist ein Goblin, oder? Es ist ein Zulag. Oder ist es doch ein Wildschwein? Also. Es gehört dich nicht. Es kann ja einen Schweinnamen haben. Milpitz Freiudur. Ich verbitte mir das, dieses Kind nach mir zu benennen. Es sollte einen zwölfköpfigen Namen bekommen. Wir nennen es Rogel. Rogel, oh ja. Milpitz Rogel. Milpitz Rogel. Damit könnte ich leben. Ja, nun, also, wenn wir vielleicht wüssten, wer unser Gegner ist, könnten wir sein Schwein ja vielleicht vorher mit etwas Schlafkraut oder dergleichen schwächen. Oder ich könnte es versuchen, wie gesagt, mit einem Ritual es zu verschrecken. Ansonsten könnte man nur noch versuchen, unser Tier vielleicht zu stärken. Dann lass uns mal zu den Schweinen gehen. Was essen denn die Schweine so? Alles. Goblins. Zum Beispiel. Und was wäre äußerst schmackhaft, wenn man es während des Rennens vor die Füße wirft, sodass die Aufmerksamkeit darauf gelegen wäre? Rüffel. Pilze. Bonner mag gerne Rüben. Sind Schweine dort auch unterschiedlich? Natürlich. Also wir schauen uns das Schwein an, das Wildschwein von dem Kontrahenten und finden heraus, was es am liebsten mag und versuchen es dadurch abzulenken. Vielleicht. Wie war das? Wir suchen. Das klingt doch gut. Ja, wenn ihr euch umseht, hier sind unglaublich viele Schweine. Also
ihr seid euch nicht ganz sicher, vielleicht 100. Und sie sehen alle gleich aus. Die einen so ein bisschen schwarz, die anderen ein bisschen Silber im Haar, die anderen ein bisschen Schlamm im Haar. Andere sind ein bisschen bräunlicher. Alle sind dick und fett und rund und muskulös. Wissen wir denn, wer der besteste Schweinereiter von Ziblim ist? Das sind Borg, Morg und Gorg. Das ist der Schlaue, der Lustige und der Starke. Aber wer von denen jetzt reitet, wisst ihr nicht genau. Also das ist so die Dreierkombination Borg und Gorg. Also entweder müsst ihr gegen Morg, Borg oder Gorg antreten. Also Ronga, ihr wollt wirklich nicht. Nun, ich glaube, wollen will keiner von uns. Aber wenn du dich da nicht siehst, Travigor, übernehme ich das, damit du nicht vom Schwein fällst. Ich habe ja Angst um meinen guten Ruf, also bei den Menschen. In dem Fall habe ich auch nicht wirklich was zu verlieren. Ja, aber schau mal, wenn du es schaffst, einen der bestesten Schweinereiter zu besiegen, dann ist das doch auch sehr ruhmreich. Will ich schon mal fragen zu Prayodur. Nun ja, wie gesagt, die Wege der Götter sind unergründlich. Wenn Praes es vorsieht, euren Plan, dann soll es so sein. Wir brauchen diese Goblins. Also gut, aber hängt das nicht an die große Glocke, dass ich auf einem Schwein geritten bin, wenn ich das machen sollte? Oh, dann bist du aber Travigor, der besteste Schweinereiter, und das müssen wir allen erzählen. Aber das mit der Glocke ist eine gute Idee. Ich möchte eine Glocke haben und damit ganz viel Krach machen. Jetzt such dir mal ein Schwein aus. Wie wär's hier mit dem schwarzen, mit dem silbernen Bürzelpüschelchen am Schwein? Oh ja, das ist so gut. Es ist besonders schnell, also... Was kann das so? Was hat das so drauf? Das kann dir Grogge am besten erklären. Der ist ja Schweinereiter. Ja, ich würde mal durch die Schweine gehen und eins raussuchen, was ihn tragen kann. Möglichst nicht bissig ist, aber schnell. Ja, ich überlege gerade, ist das Tierkunde oder Abrichten? Abrichten, ne? Abrichten? Gab's eigentlich die Spezialisierung auch auf... Pferdefälscher oder wie das hieß? Rosttäuscher. Rosttäuscher, genau, den meine ich. Mach mal abrichten. Schippi für die 12? Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. 8 Punkte mehr. 9 Punkte mehr. Nee, 7 Punkte mehr meine ich. Ja, dann findet ihr tatsächlich das beste Schwein, was wohl auch tatsächlich mit dem von Morg, Borg und Gorg mithalten kann. Also die geben sich alle nicht viel. Also dein Born und Ronner, die sind halt auch aus dem gleichen Schlage, die sind halt annähernd kräftig und das sind halt so richtig schöne Kriegsreitschweine. Ja, wir brauchen ja jetzt eher ein Rennschwein. Ja, also das ist halt so das Universal-Reitrennen-Kriegsschwein. Über das Gelände. Sag mal, Krogel, wie weit ist denn die Strecke überhaupt, die ihr da reiten müsst? 9 Meilen. Fast 2 Handvoll Meilen. Ah, okay. Oh, so weit? Ich dachte, so 200 Meter oder so. Es wäre langweilig, da kann man ja nicht schummeln. Ronga? Ja? Komm doch mal gerade mit. Lass uns mal eine ruhige Ecke suchen. Vielleicht sollte Emi das Kind geben. Was erhältst du davon, wenn ich dich vielleicht in den Augen des Schweins ein wenig attraktiver mache? Also, vielleicht macht es das Reiten etwas einfacher für dich. Dann, wenn ich recht verstande, weil sich Travigor doch auf den aufs Schwein schwingen. Also muss nicht. Vielleicht
Macht ihr das lieber, Gonka? Na, wenn ihr wollt, dann kann ich auch reiten, wenn ihr das nicht könnt. Oder es muss schon ein Mensch sein. Ja, bei Ronga an deiner Kleidung ziehen mittlerweile 3-4 Kinder. Alle ziehen sie und sie sprechen halt goblinisch, aber du verstehst ein Wort. Schrakakru, Schrakakru. Ja, hey, Schrakakru. Ja, gegen die habe ich gekämpft. Groggel, was sagen die? Schrakakru. Sie feiern ihn, weil er der Schlechter der Schrakakru ist. Sie sind, begeistert. Weil du der Schlechter der Schrakakru bist. Wir haben alles rumerzählt, wie du sie heldenhaft geschlachtet hast und gegessen. Also das waren wir, okay. Ihr habt sie, ich wollte gerade sagen, ihr habt sie gegessen. Ja, wir haben geholfen. Aber da seht ihr es, ihr scheint schon einen guten Ruf bei den Goblins zu haben. Warum die nicht ausbauen? Es ist ja gut, Travigor, ich werde mich aufs Schwein schwingen. Bonga nimmt mit Zeiger und Daumen seinen Dolch aus der Scheide und fängt, während die Kinder ihn da anschauen, da einmal kurz rüber zu lecken. Das ist meiner. Nehmt ihn mir nicht vom Gürtel. Ja, währenddessen nickt ihm anerkennend zu. Goggelmoggel, du kannst hören, wie dort irgendwie am Höhlenausgang jemand steht. Du kannst wohl erkennen, dass es Morg ist. Morg, der Lustige, ist wohl auch schon auf dem Schwein. Winkt euch zu, macht's gut, ihr Trottel. Und verschwindet. Ui, wir müssen uns beeilen. Anfangen. Ihr solltet los. Das was? Rennen beginnt. Was? Wie? Ja, Morg, der Lustige hat wieder einen Schritt gemacht. Schrakakru. Sie ziehen wieder an deiner Kleidung. Ich fange an zu rennen und wenn sich jemand festhält, dann wird er eben mitgezogen. Und vergiss dein Schwein nicht! Renne zu diesem Schwein. Ja, Elgwin, letzte abschließende Hilfeleistung von dir. Ja, da ist jetzt so alles so plötzlich ging, glaube ich, bin ich da nicht mehr zugekommen. Ja, willst du noch was hinterher sprechen? Nee. Gut, dann nicht. Goggelmoggel, willst du helfen? Ja. Wie denn? Ich stecke ihn rüber auf einen kleinen Stock. Und zwar so lang, dass das Schwein den vor seiner Nase sehen kann. Okay. Drücke ihn dann Ronga in die Hand. Gut, dann Goggelmoggel, gib mir eine Abrichtenprobe. Mhm. Groggel, wie möchtest du helfen? Ja, ich würde mich auf Born schwingen und versuchen, den Lustigen zu verfolgen, um ihn ein wenig zu piesacken unterwegs. Ja, alles klar. Die Reibenprobe von Ronga, also um 3 erleichtert. Ayodur, du bist mit dem Kind beschäftigt, ne? Ja, ich wurde mir das Kind habe ich entgegengenommen. Ich wurde es in ein weißes Tuch schlagen, was ich aus meinem Rucksack genommen habe und es nach draußen aus der Höhle rausbringen, um nun ja zu schauen, ob mir Pralis ein Zeichen sendet, ob dieses Kind gesegnet werden soll oder nicht. Der Regen hat aufgehört und die Sonne geht auf. Ich nehme dies als ein gutes Zeichen. Ja, ich würde mich dann ins pralle Sonnenlicht stellen, wahrscheinlich auf einer Absatz in so einer Höhle und anfangen zu beten. Und das Kind dabei der Pralis-Scheibe entgegenstrecken. Ja, das kleine rote Fellbündel. Travigor, kannst du helfen? Möchtest du helfen? Ich würde, während Ronga das Schwein besteigt, schon mal so ein bisschen wild mit den Händen gestikulieren und Platz machen. Die Goblins so ein bisschen auseinandertreiben. Aus dem Weg, aus dem Weg! Und genau, dann hoffen, dass Ronga an mir vorbei zieht, auf dem Schwein reitend. Du könntest noch ein weiteres Schwein besteigen und ihm folgen. Das würde ich dann machen, nachdem ich ihn vorbeiziehen lassen habe. Okay, gut. Goggelmoggel und Groggel, euch fällt auf, dass wohl die anderen beiden Brüder, Borg und Gorg, ebenso verschwunden sind und nicht nur Morg aufgebrochen ist, sondern alle sind weg. Das kann nichts Gutes heißen. Und das wird ein lustiges Rennen. Ja. Soll ich Travigor mitnehmen? Ich schnapp mir so ein Schwein. Einfach zur Sicherheit.
Ja, mach mal. Ich leih mir natürlich eins aus. So. Ich würde mal an den Eingang vom Tal gehen, für den Rückweg. Vielleicht kann ich ihn ja noch etwas aufhalten, wenn er in Führung sein sollte. Ich schnapp mir Ronner und den Streitwagen und ab aus der Höhle. Okay, dann geht's los. Ronga, gib mir doch mal eine Reitenprobe. Ne? Einfach mal durch die Höhle hindurch, durch die Stalaktiten, Stalagmiten, mit der Geschwindigkeit, die irgendwie gegeben ist. Die erste habe ich dir schon gegeben mit der minus 3. Ja, also Spezialisierung Reitschweine würde natürlich zählen. Hast du nicht? Ja, ich die, nicht. Die Erschwernis für Schweinereiten würde ich mit einer plus fremdes Tier, andere Kultur plus 7 ansetzen. Damit landest du bei einer minus 10. Du willst aus der Höhle rausreiten und katapultierst dich wohl. Erstmal schrappst du am Felsen entlang, deine Haut reißt auf, wobei irgendwie durch der Seele abgedämpft. Und dann kommt da voll der Stalaktit von unten nach oben, von oben nach unten runter und dir voll ins Gesicht, sodass du vom Schwein runterfliegst. Warte, warum bin ich auf einer minus 10 bei einer 7er Erschwernis? Ich habe Max zusätzlich Modifikator von plus 12. Ach, das ist gelungen, ja, mit einer minus 3. Entschuldigung, ich sehe es gerade. Ich dachte, es wäre eine. Ja, ich dachte, du hättest es mit minus 3 nicht geschafft, aber. Und du hattest mir die minus 3 angesagt. Wird die nochmal von der plus 7 abgezogen oder verrechnet sich da? Hat sich das schon die berechnet? Die minus 3 kommt aus dem Abrichten von Goggle-Moggle. Okay, und also du rechnest dann einfach ganz normale plus minus genau aufeinander. Also eine plus 4. Und Entschuldigung, dann ist die Probe natürlich gelungen, aber nur mit einer plus 8. 8. 7 maximal. Ja, genau. Dir kommt so ein Stalaktit von oben nach unten entgegen. Allerdings, du hattest dich eben gerade schon gesehen, wie du an dem Höhlenboden zerschellst. Irgendwie mit einem zerstörten Nasenjochbein oder sowas. Aber der Stalaktit gibt einfach nach und splittert dann irgendwie an dir vorbei. Und du kannst sehen, ist das gerade Priodur, der nach draußen gegangen ist und das Kind in die Sonne hält? Du weißt es nicht. Und schon bist du im Unterholz. Ja, ich ziehe nochmal die Route ein wenig zur Seite, um mich ein bisschen mehr von der Wand wegzubringen, damit sowas nicht nochmal passiert. Und versuche dann meinen Fokus drauf zu legen, dieses Stein irgendwie zu stabilisieren. Ja. Bayer, nur aufpassen! Ich bin völlig weggetreten. Bringt auch nichts mit. Ja, es geht so eine kleine Steigung nach oben. Neben dir fließt so ein kleiner Bach mit einem tiefen Graben hinweg, irgendwo direkt neben dir. Du weißt gar nicht, wo du hin musst. Irgendjemand sagt da was von Norden, Bockwundsee, Uschzantron, irgendwas mit Bluten. Ja, du kannst auch den Spuren von dem anderen Wildschwein nicht mehr wirklich folgen, weil ja alles voller Wildschweinspuren ist. Wo musst du überhaupt hin? Kennst den Weg gar nicht. Ja, ich würde versuchen, die Führung zu übernehmen, dass er weiß, wo er lang muss. Ja. Plötzlich steht Krogel neben dir. Folg mir einfach! Da ist die Frage, wohin? In Ordnung. Ja, ich gebe einfach dem Schwein die Fersen, weil wenn ich zuerst durchs Ziel komme, dann haben wir ja auch gewonnen. Im Prinzip ja, genau. Und so reitet ihr erstmal nach Norden, die Mistelwälder nach oben, nicht direkt nach Mistelspitz, aber erst einmal aufwärts. Irgendwo hinter dir kannst du dann noch den Streitwagen von Goggle-Moggle hören, die euch noch irgendwas hinterher ruft. Prio, du hast natürlich verschwunden. Was mit Trafigor? Ja, ich würde auch mein Bestmögliches versuchen, da hinterher zu kommen. Alles klar, du willst dich auch auf ein Reitschwein schwingen? Dann gib mir nochmal eine Reitenprobe. Die ist auch erschwert um 7. Um 7 und du hast keine Abrichtenprobe von Goggle. Ah, gut.